So, liebe Leute, entschuldigt, Versprecher. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei der Reise in die Souls-like-Spiele. Hier mit Dark Souls 3 von From Software aus dem Jahr 2016 plus DLCs. Ich weiß gar nicht genau, wann die herausgekommen sind und ich frage mich halt auch, wie man dorthin kommt. Woran man sieht, dass man in einem DLC ist. Wir haben eben nochmal was gesteigert auf Stärke. Wir haben letzte Folge meinen eisförmigen Angstgegner erledigt da hinten. Und jetzt sind wir in einem Gebiet, wo uns irgendwelche Flattermänner angreifen. Deswegen sollten wir hier ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich habe auch noch nicht gesehen, wie man die parieren kann, ehrlich gesagt. Gar nicht erst aufstehen lassen. Hier ist ja auch noch einer unten. Oh, die überleben tatsächlich meinen Sturzfall. Das da finde ich immer noch seltsam. Es sieht aus, als könnte man das sich nehmen, oder? Kann ich da irgendwie drauf springen oder so? Nee. Vielleicht kann ich da nochmal drauf droppen, irgendwo von hier. Es muss doch irgendwas zu bedeuten haben, das Ding da, oder? Ja, wir waren ja letztes Mal hier schon mal testweise rein und haben diese Viecher versucht zu erledigen. Die habe ich noch nicht so ganz gefressen und vor allem wollte ich ja eigentlich parieren trainieren. Und das scheint mir irgendwie noch nicht so richtig möglich zu sein. Weil ich nicht so richtig weiß, wann ich, wann die reagieren und wann sie losschlagen, sodass ich parieren könnte. Imsen hier müssen wir erstmal beseitigen, der hinter der Ecke hockt. Da. So. Irgendwo muss es da hinten weitergehen. Aber es ist so, dass wir da droppen müssen. Und das bekommt mir nicht gut. Weil ich halt nicht weiß, wie ich da zurückkomme. Deswegen sind wir ja nochmal steigern gegangen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier wieder einen rauslösen. Okay, das war nicht gut. Und jetzt hat es wieder geruckelt. Das finde ich noch viel weniger gut. Ganz schön Blutungsschaden. Sag mal, das ist ja so eine Allround-Drecksfabrik hier. Ja, der ruft die dann, oder was? Das ist aber auch ein fieser Schrei, ey. Und wieso kann ich die Eucelis 2? Das darf aber nicht wahr sein. Nein, 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 geht doch einfach weg. Oh, ich lebe noch. Alter, was ist denn das hier für eine Ecke? Schön, dass ihr Beichtsteine für mich habt. Oh, das war ja hart. Oh, da hockt ja immer noch einer. Guck. Kann die immer nicht erfassen. Ich hasse das. Das nervt. Dieser Ort und ich werden keine Freunde.
toll. Ja, mit deinem Geschrei, Junge. So. Puh, hier brauche ich aber mehr Pfeile, würde ich sagen. Kannst ruhig mal was droppen, mein Lieber. So eine Gemeinheit. Hier ist ja richtig was los. So, nu. Aber so richtig mit... Scheiße, jetzt sind wir hier runtergedroppt. Was war das? Sind das denn? Hä, habe ich was verpasst? Wo ist denn das? Wo hört man die denn? Ist aber auch wirklich sehr viel brauner Matsch in diesem Spiel. Okay, hier kann man dann also doch zurück und sich toppen lassen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, nichts mit Funkeltitanit. Mir war so, als hätten wir einmal Funkeltitanit bekommen. Oder halluziniere ich? So. Das ist also diese Richtung, okay? Und hier hinten steht eine ganze Menge an Wachen. Da hinten geht es auch noch irgendwie lang. Mann, das ist aber ein Gefieder hier, ey. Ich wollte eigentlich auf ihn drauf droppen, aber ich hatte vergessen, dass ich ihn ja anvisieren musste für den Spaß. Es ist doch auch noch ein Pfad nach unten da, oder nicht? Oder was? Dieses ganze Gegrunze macht mich irre. Achso, ja, natürlich. Jetzt geht das wieder los hier. Oh, mein Schirm macht mich irre. Oh, oh, da kommt aber eine ganze Menge jetzt. Tschüss, ich muss auch weg. Oh, sag mal. Okay. Das kam heftig. Das kam sehr heftig. Mann, Mann, Mann. Vielleicht doch lieber den Baum nochmal kämpfen. Weil vor allem unsere Seelen liegen jetzt ja ganz weit hinten. Ne? Mann, aber wie mache ich das denn dann?
wenn die gleichzeitig kommen und wie der wilde Hacke-Petermann zuschlagen. Mit seinem Hackebeil. Denn das Hacke-Peterbeil war ja auch schon nicht so geil. Außerdem gehen mir langsam die Pfeile aus, ne? Ja. Auch, ob man die parieren kann. Mit ihren scheiße Wolken da. Na, kommst du jetzt oder was? Oder schleichst du dich zu Papa hoch? Was soll ich denn ernst, Junge hier? Deswegen hat er da rumgeeiert. Und der fliegt jetzt gleich wieder hoch, oder was? Also so. Hä? Was zum Teufel? Kann man sich da droppen lassen? Oh, Tatsache. Sollen wir das mal tun? Ach, da oben ist er. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, das ist ja... Doppeldolche sind ja genau das, was ich dringend brauche. Jetzt sind wir hier unterhalb gelandet. Oh nein, was ist das denn für eine? Was haben wir denn hier für eine Ecke abgekriegt? Ich hätte mich mal heilen sollen, was? Okay, das sieht ja nach einem interessanten Spielplatz aus, der uns sehr viele Seelen kosten wird. Aber gut. Rationalisiert. Das ist ja interessant, dann sollten wir hier vielleicht auch gleich nochmal gucken. Ob hier irgendwas zum runterdroppen ist. Da hockt unser Blut. Was war das für eine komische Tante? Immer alle parieren. Ach komm.
Wieso? Das war sehr wirr. Keine Ahnung, was da immer passiert dann. Das ist sehr seltsam. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Wir können es hier nochmal versuchen. Oh, das macht aber derb Schaden. Wahrscheinlich hat das eben nur keinen Schaden gemacht, weil wir da auf den Gegner drauf gesprungen sind. Oh doch, es hat auch gewaltig Schaden gemacht. Das ist ein Scheißweg. Das ist nicht gut, was ich hier probiert habe. Da ist er schon wieder. Du hast einfach keine Chance, was zu machen. Okay. Was war das? Und wieso halt das so komisch? Dass man verschweilen kann, aber jetzt glaube ich. Oh nein. Kommt er jetzt hier runter oder kommt er nicht hier runter, ist doch die Frage. Schon wieder 3390 Seelen. Ey. Okay. Was die Frau mit dem Hackebeil da unten sollte, es wundert mich gerade noch so ein bisschen. Wer brüllt denn hier so rum? Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Was sind aber viele, ey. Scheiße. Was denn? Feuer? Hier macht einer ein Feuer. Ah, das darf doch wohl nicht wahr sein. Dieses Spiel ist eine so ungnädige Drecksau. Warum konnte er das denn jetzt? Das ist doch wirklich nicht zu fassen, ey. Okay, jetzt gehen mir wahrscheinlich die Pfeile aus, ne? Und ich muss in den Nahkampf, oder? Na, ein paar habe ich ja noch. Ach komm schon.
kommt gar nicht. Warum kommt er denn jetzt mit seinem C64 Motorengeräusch? Der geht wieder in seine Position zurück, ich drehe durch. Wieso kann ich den immer nicht erfassen? Wie scheiße ist denn das? Oh Mann. Wieder 3500 durch den Schornstein. Es ist... Wenn das zwei sind, nicht beherrschbar für mich. Ach. Diese Ecke ist ja schlimmer als alle davor. Da haben wir diesen ganzen Unfug jetzt schon ausgekundschaftet hier. Ist auch so ärgerlich, weil wir die alte da unten ja auch schon erledigt hatten. Zu droppen, ne? Nee. Das kostet auch immer so viele Flakons. Mist. Ja, super klasse. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich diese Seelen eingefangen habe. Ach, probieren wir es mal anders. Das macht mich so sauer. Ist die Alte jetzt wieder da unten? Ja, ne? Pennt er da oder was macht er? Nicht mehr da. Wie schön, dass wir die Seelen von ihr dann halt verschwendet haben jetzt. Na toll. Ach komm, wie viel seid ihr denn? Schön, dass er die Treppe nimmt, obwohl er Flügel hat. Hä? Ihr macht mich so irre, Leute. Jetzt ist hier auch Schluss mit lustig. Manchmal nicht treffen. Das ist doch völlig verkloppt. Völlig verblödet.
Okay. Mit dieser Tür kommt ja wahrscheinlich nur noch mehr Ärger. Aber immerhin ist die Taktik so vielleicht besser. Warum schleichen ja noch mehr rum? Moment, wie kommen wir denn da hin? Oh, der hat ja auch noch rote Augen. Ach komm. Das nimmt ja auch echt irgendwie kein Ende hier. Oh, da ist noch eine Höhle. Moment mal, das ist aber eine andere Höhle, oder? Was ist das denn für eine Ecke hier, ey? Und da kamen wir. Hier geht's runter. Zu der Tantarelle. Dabei fällt mir ein, ist das nicht auch eine von den Gegnerinnen, die von menschlichen Spielern übernommen werden kann? Die mit dem Hackebeil. Mir war so, als wäre die im Online-Modus rot gewesen. Ich habe so ein Bild vor Augen irgendwie aus einem der Let's Plays, die ich mir mal angeguckt habe. Vielleicht sollte ich das mal wieder umstellen auf den Online-Modus, denn die Server gehen jetzt ja angeblich wieder. Ja, wie wir da hinkommen, ist mir jetzt echt ein Rätsel, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man hier runter droppen. Und dann da vorbei oder so. Es ist mir ein bisschen offensichtlich, hier durch die Tür zu latschen, ehrlich gesagt. Oh Mann, Alter. Du machst mir Angst da oben. Wer sind die denn? Okay, also muss man sich da wohl droppen lassen. Wenn man es ernst meint. Ne, da nicht. Sondern hier. Oh, das ist auch immer Schaden verursacht. Das ist so gemein. Was bist du denn für einer? So was unterm Bäuchlein. Okay. Ist das eine schwangere Untote? Sag mal, es wird ja immer ekliger hier. Und das muss ja auch Leute geben, das Design. Wie Fuliant von Karim. Irgendjemand hat doch erzählt, dass ein Buch verloren gegangen ist. Sekunde mal. Auch auf die Gefahr hin, hier auf die Mütze zu bekommen. Die hohen Wunder von Karim lernen. Ein heiliger Fuliant aus Karim, geschrieben von Blindenschrift. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um Karims fortgeschrittene Wunder zu erlernen. Es ist die Tradition des Weißen Pfades, großes Vertrauen in die Worte der Blinden zu legen, weshalb Schriftstücke in Blindenschrift nicht ungewöhnlich sind. Wer wollte den denn noch haben? Unser Pyromant? Oder war es die Frau, die wir gerettet haben aus dem Verlies? Sehr schön, das ist doch mal auch ein kleiner Fortschritt hier. Morns Ring. Und gleich kriegen wir dann von Rotaugen Kaspar richtig schön auf die Schnauze. Morns Ring. Verstärkt Wunder. Dieser deformierte Ring wird von den Rittern von Karim
wird den Rittern von Karin geschenkt. Er verstärkt Wunder. Morne diente der Göttin Kaita und wurde später zum Apostel des Erzbischofs. Beide setzten sich für die Leidenden ein, um ihnen Trost zu spenden. Tja, nun. Okay, es gibt jetzt ja auch nur einen Weg an ihm vorbei da. Oh, shit. Wir sollten da möglichst schnell an ihm vorbei, oder? Na, kommt der hinterher? Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach, scheiße, wir waren jetzt gar nicht ganz oben, wa? Das war jetzt ja nicht so klug. Ich dachte... Da ist er ja. Na? Okay, das ging. Jetzt falle ich hier runter, wetten. Wegen eines dummen Nachladefehlers. Was ist denn das, ey? So schlecht ist mein Rechner nicht. Jetzt können wir ja noch mal in Ruhe gucken, was da oben ist. Wenn wir jetzt hier nicht zu Tode fallen. Das ist aber auch alles strafend ist hier. Ein Kollege, Roman Hensken, hat in einem der Kommentare geschrieben, wie kann es eigentlich angehen, dass selbst Wurfmesser durch den Schild einem Schaden verursachen? Es ist ja nicht Schaden in dem Sinne, dass man eine Verletzung erhält, sondern dass man Lebenskraft verliert. Finde er trotzdem unsinnig. Weiß nicht, ich habe mich damit arrangiert, aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ach so, guck mal, da geht's gar nicht durch. Ich dachte, man käme jetzt... Man käme da oben raus. Scheinbar nicht. Und was ist hier? Kann man hier mal so einen Geheimgang finden oder so? Was sind das jetzt wieder alles für Ladefehler? Wir waren doch schon dreimal an dieser Stelle. Verstehe ich nicht. So, wir sind die Jungs. Ich hoffe, ihr wollt euch nur unterhalten. Oder... Pisst ihr jetzt das Feuer aus oder was macht ihr? Die sehen nicht aus, als würden sie einen hier einfach durchlassen. Aber wir haben ein neues Leuchtfeuer. Das ist doch schon mal was. Kein geheimes Ende. Obwohl, ich meine, ganz ehrlich, warum baut man das? Wenn man da kein geheimes Ende hin macht. Und dann macht man... Dann läuft man da hin und stellt fest, oh, es ist gar kein geheimes Ende. Oder man muss hier irgendwie noch... Wieso gelingt mir das nicht? Mal irgendwo einen Geheimgang zu finden, von dem es doch angeblich so viele gibt. Und wer seid ihr, Leute? Wo ist hier oben noch was, was ich übersehen habe? Nö. Nur Dreck und kaputt und... Moment mal, hat sich das noch bewegt da hinten? Ey, sei bloß vorsichtig, Junge. Okay. Meint ihr, die haben uns was zu sagen oder wollen sie uns gleich vermöbeln? Was war das? Bevor wir die ansprechen, habe ich das dringende Bedürfnis, noch mehr Pfeile zu kaufen, bevor wir da gleich wieder alles verlieren. Und wir könnten den Folianten übergeben. Ist ein bisschen unhöflich, jetzt einfach sich zu verziehen, aber... Oh, du bist hier extra hergekommen für den Folianten. Hm. You're an unkindled, aren't you? Ja, das hatten wir doch schon. I am Sirius of the Sunless Realms. Former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain. Blessing of the moon upon your.
Moment mal, aber ich denke, sie wollte diesen Folianten haben. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Jetzt habe ich sie erschreckt. Ashen One, Sovereign, I will show Ashen One. Ja, okay. Also nichts Neues. Aber irgendjemand hatte doch etwas mit diesem Folianten. Hast du das? Ah, there I am pleased to have a... Das finde ich schon mal eine gute Investition. Das machen wir auf jeden Fall. Denn wir brauchen ja auch für das andere Schwert Funkeltitanit. Das habe ich jetzt ja ähnlich. Kann man hier noch etwas kaufen? Muss man eigentlich die Klamotten von ihm anziehen da? Nee, ne? Ständigen Feuerstrom. Starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadenminderung. Einzigartige Pyromantie aus dem großen Sumpf, die über den Namen Kamina weitergereicht wurde. Starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadensminderung. Eine einflussreiche Pyromantie, die für die Flamme verinnerlicht, und die Grundlage für viele weitere Zauber bildet. Aha. Kauft man das, kriegt man noch mehr. Ja, nee, aber jetzt nicht. Ja, ich bleib so lang weg. Ich bin schon groß. Ich bleib einfach auf. So lange, wie es mir passt. So, ich glaube, du warst das mit dem Buch, oder? Oh, Champion of Ash. Welcome back. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. Was kann man da bei dir kaufen? Ein Heiligenring. Dann kann man noch einen Zauber einwirken. Na gut, okay, aber ich habe ja schon keine Verwendung für den einen da. Wir geben mal den Heiligen Folianten. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Jo, mach's nicht nass hier unten. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Ach. Irgendwie erinnert mich ihre Stimme an die Sprecherin von Silent Hill, aber... Erzeugt Schockwelle. Auch nicht schlecht. Das sind aber alles so Heilsachen und das passt nicht irgendwie zu meinem Pyramantieweg, aber vielleicht kann ich da ja noch mehr draus machen irgendwann. Ach, weil 3500 sind so teuer. Na gut. Dann kaufe ich lieber noch ein paar Feuerbomben. Hat sie noch was Neues? In my home of Karim, I would be pleased, although to be honest, but if I had a divine tome, I could... Oh, ja, Moment, aber... Terribly sorry. Aber ich hab dir doch gerade... Sie hat versprochen, sie hat eine Geschichte für mich. Ich mag Geschichten. Ja, das war ja eher mäßig toll. So. Findet man schon das Buch, gibt ihr das ab und... tja. Hat er noch irgendwas zu kaufen und zu verkaufen? Ah, what is good, what needs. Funkeltitanit. Banditen-Doppeldolche, das ist ja nun gar nicht meine Waffe. Die könnte man auch bei Zeiten irgendwann mal zu Kohle machen, aber ich habe ja hier noch. Pretty, be careful. Ja, dann müssen wir zur Alten und noch ein paar Sachen kaufen. Oh, how many? Wir könnten hiervon noch was gebrauchen. Also auf jeden Fall brauchen wir hiervon noch was. Wenn wir jetzt in den Sumpf gehen. Ich habe gehört, dass das im Sumpf wichtig ist. Lila Moosklumpen. Nein.
Wie viel habe ich denn überhaupt davon? 4. Pfeile brauchen wir aber auch noch, ne? Wie kriegen wir es bloß hin? Wir haben nur noch 8 Pfeile. Das heißt 91 können wir. Ne, 81, Entschuldigung. Doch, ne, 91, ich bin zu doof. 99. Okay. Habe ich jetzt überhaupt davon was gekauft? Nee. Verkohltes Kieferharz. Davon haben wir noch 4. Irgendwie Invasionen in einer anderen Welt, also in der Welt eines Spielers, anderen Spielers machen. Ach, das ist halt bescheuert, was ich hier gemacht habe. Ich brauche doch nur noch 45, ey. Denn das würde ich ja schon gern noch mal ausprobieren. Mit dem Feuer in der Waffe. Auch wenn ich dazu zu doof war. Ashen One, be sure to bring me. Diese textliche Übersetzung, also das leitet so ein bisschen dieser unterschwellige drohende Ton von der alten. Das leidet so ein bisschen darunter. Jetzt wollen wir aber doch noch kurz wissen, was die beiden da, die Typen an der Halbfeste zu sagen haben. Ich hab so den Verdacht, die greifen uns gleich an. Alle beide gleichzeitig. Oh, hello. How do you do? Oh. I'm Anri of Astora. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Okay. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the Grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Heißt das, ist das jetzt schon Fahrt in die Richtung von Aldrich? Ist das nicht eins der Add-ons schon? In die Richtung, die wir hier gerade latschen? Kann das sein? Schauen wir mal. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Mm-hmm. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago.
We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. We may go our steps the next time we cross. May the flames. Okay, das heißt, wir müssen aufmerksam gucken, dass wir vielleicht die hier irgendwo retten müssen. Eid, blaue Wächter. Was genau bedeutet das? Bist du vielleicht schon untot, Junge? Er ist schon untot, er weiß es nur noch nicht. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Hier gibt es doch... Schwört den Eid der blauen Wächter die Treue. Ein verblasstes Pergament aus Schafshaut, auf dem der Finstermond und ein Schwert zu sehen ist. Das Anliegen schwört dem Eid der blauen Wächter die Treue. Wenn ein Mitglied des blauen Pfades von einem Finstergeist bedroht wird, besagt eine alte Übereinkunft, dass die blauen Wächter die Gestalt von blauen Geistern annehmen und helfen müssen, den Eindringling zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anliegen. Ach was. Okay. Aber man kriegt ja einen Eid auch nicht einfach wieder los, oder? Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Auch das hier sorgt dafür, dass ein blauer Geist zu Hilfe kommt. Hier kommen zwei zu Hilfe. Die ihre goldenen Signaturen platzieren, um anderen nur zu helfen, weil sie es als Pflicht ansehen, ihren Herbeirufern einen guten Kampf zu bieten. Kann man die also herbeirufen, um selbst eins auf die Mütze zu kriegen? Ja, ich weiß nicht, das hier sollten wir vielleicht lieber nehmen stattdessen. Na gut, aber das können wir ja nächstes Mal gucken. Diese Folge ist ja nun auch schon eine Dreiviertelstunde alt. Und weitere Geheimgänge habe ich hier auch nicht so richtig gefunden. Irgendwie muss ich doch mal irgendwann einen Geheimgang finden. Ich glaube langsam, das ist alles erstunken und erlogen. Diesen Geheimgängen. Okay. Schauen wir doch mal, was hier so ist. Das klingt ja beruhigend. Ach, guck mal, da ist unsere Brücke. Da liegt der Drache. Da waren wir. Das ist schon geil, wenn man an Orten wieder rauskommt, wo man dann mal war. Und er hat aber einen langen Spieß. Ach, das ist der Farren, der Ort der Untoten. Okay. Dann wissen wir ja, was wir nächstes Mal zu tun haben. Gespannt. Dann vielen Dank, dass ihr mich begleitet in die Reise in die Souls-like-Spiele hier mit unserem Ernstfall Dark Souls 3. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und versuchen uns mal hier in den Sumpf reinzuschlagen. Dabei sollte ich nicht vergessen, dass ich noch am Anfang dieses eisfuchsartige Wesen habe. Also kurz bevor wir den ersten Boss begegnet sind, schon im Tutorial. Und dann haben wir ja noch den Baum. Den sollten wir vielleicht auch nochmal beseitigen. Ja, dann haben wir jetzt zwei neue Freunde gefunden, haben eine ganze Menge geschafft und dann bleibt immer schön neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.